Hallo Leute, und es geht weiter mit der Fluch des Froschkönigs. Wir haben zuletzt den Frosch in ein Schwein verwandelt. Ganz, ganz schlimm. Ganz schrecklich für das arme Schwein oder Frosch oder was auch immer es eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob ich mit dem jetzt irgendwas überhaupt machen kann. Vielleicht einen Spiegel mal zeigen? Nö. Das hat nicht geklappt. Ich muss hier auch irgendwie mal weg, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie... ist doch wieder der Schatten gewesen. Ich weiß es genau. Da ist ein Käfer. Käfer. Also das ist ein Ritter. König. Und wer ist er? Der Gelehrte. Was braucht denn ein Gelehrter? Ich weiß es nicht, was die hier wollen. Da ist aber auch ein Schild? Nee, das hat mir nichts zu sagen. Das ist nicht wichtig gewesen. Ich muss jetzt mal überall hier so rumlaufen, weil, ne, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Da fehlen mir die alle. Die habe ich noch nicht alle. Da hinten war da hinten überhaupt noch was? Das hatte ich ja schon gemacht. Nee. Ich glaube, ich muss eher wieder zurück. Aber wohin? Der rostige Höhlenschlüssel. Kann ich den nicht vielleicht... Genau, hier ist ein Wimmelbild und da kann ich das vielleicht auch einsetzen gleich, weil Höhle und so. Schlüssel. Ne? Das könnte ja hinhauen. Nee, das ist jetzt hier Quatsch. Quatschi, was ich mache. Wo ist denn dieses lilane Dingens? Ach, das habe ich schon fertig. Und wenn wir den Apfel haben, dann weiß ich schon, wo der hin soll. Natürlich bei Schneewittchen dahin. Aber irgendwie... Was fehlt mir denn noch? Ach, das Blatt hier. Und das da? Oder ist das jetzt schon fertig? Nee, das ist nicht fertig. Was fehlt da jetzt noch? Der Kranz. Also das hier. So. Goldener Apfel fertig? Nein, der Apfel selber fehlt mir noch. Jetzt aber. Hervorragend. Das ist ja gut. Aber da komme ich doch auch gar nicht ran, oder? Hier kann ich rein. Der will eine Krone. Nein, ich weiß ja auch, wo der Apfel hin soll. Ich wollte es nur ausprobieren. Warum auch immer. Ich wollte es halt ausprobiert haben. So, dann bringen wir mal den Apfel weg. Der müsste doch jetzt hier hingehen, oder? Ja, jetzt geht die Tür auch endlich auf. Ich sollte mich in den übrigen zugänglichen Bereichen umsehen, bevor ich weitergehe. Wie? Jetzt kann ich da rein und ich gehe da nicht rein? Was soll das denn? Warum? Warum? Zu meinem Erstaunen hat er... Ja, das Schwein... Ach so, ich soll eine Wimmelbildszene machen. Wenn wir das denn müssen, dann mache ich das natürlich. Dann tue ich das. Was soll ich denn finden? Das Steinchen. Und ich soll Efeu finden. Da
das da noch und dann das kleine Ding hier, was gar nicht mehr so klein ist. Und dann habe ich alles, oder? Efeutrank. Na, hoffentlich habe ich bald alle Tränke. Aber ich komme hier echt durcheinander mit Sachen sammeln und wohin stellen. Gerade wenn das hier so mehrere Geschichten wären. Einmal die Kunstvasensammlung, einmal die Tiara-Sammlung, die Pflanzentranksammlung. Also das ist schon nicht ohne, was man hier sammeln soll. Kann ich jetzt da durch? Nein, darf ich nicht. Was wollt ihr noch von mir? Wo soll ich denn jetzt wimmeln? Am Steg. Ah ja, okay. Dann gehen wir da hin. Nee, das war falsch. Ich verirre mich doch. Das ist das Schwein. Das war auch falsch. Da war der Steg, ne? Ja. Dann gehen wir da rüber. Wir paddeln da wieder rudern da rüber, damit wir hier jetzt noch wimmeln können. Weil ich muss ja erst alles gewimmelt haben, bevor ich ins Schneewittchen ausgehen darf. Das ist sehr nett. Ja. So, dann die zwei Muscheln hier noch. Und dann brauche ich immer noch das da. Und ein Herz suche ich auch. Wo ist das Herz? Kettenteil. Herzkettenteil. Herzkettenteil. Da. Und ein Seestern. Welcher ist es? Ach, das war schon der richtige. Ich hätte sonst auch noch den großen anklicken können. So, wieder ein Krönchen von der Meerjungfrau. 3 von 5 sind es jetzt. Sind es jetzt 3 von 5 oder 2? Ach so, nur 2 von 5. Okay, geht klar. So, meine Karte blinkt wieder. Darf ich denn jetzt endlich da rein? Ja, ich darf endlich rein. Nicht lange nach der Hochzeit des Froschkönigs mit Schneewittchen ereilte ihn der Fluch aufs Neue. Er behielt seine menschliche Form, doch jeder Sterbliche, den er berührte, würde sich in einen Frosch verwandeln. Kurz darauf machte der Prinz den Wald zu seinem Domizil und errichtete ein Königreich unter Tage, voller Schreine zu Ehren seiner Liebsten. Die Tochter des Kanzlers und viele andere sind seinem Fluch zum Opfer gefallen. Nur du kannst sie retten, bevor es zu spät ist. Sie hat ja übrigens die Stimme, Kapitel 6, von der Bella, ne? Kirsten Dunst heißt die so? Oder Kristen Dunst? Ich verwechsel das immer. Bella aus Twilight. Dies ist ein Gemälde von Schneewittchen und es ist in einem sehr guten Zustand. Ne? Schön. Hier kann ich was drücken. Die Wand hinter mir bewegte sich, als ich den Spiegel berührte. Was habe ich jetzt? Mysteriöses Armband. 7 kleine Stühle stehen um diesen winzigen Esstisch herum. Hier kann ich... Oh, das ist ja auch sehr gruselig irgendwie. Was? Ich muss echt hingucken, was ich eigentlich suche. Wo ist denn dieses Glaszeug? Da oben? Und das andere da? Dann noch so eine Art Kerzenhalter oder so? Einen Frosch suche ich sogar auch. Wo ist denn hier der Frosch? Das Krönchen will ich nicht.
Wo ist denn der Frosch? Ach, hier an der Ecke sitzt er, ganz gemein, getarnt. Tja, ich finde irgendwie gerade den Halter nicht. Ich klicke mal einfach. Dieses Halterding ist das Letzte, was ich brauche. Eigentlich ist das Bild ja gar nicht so groß und voll gestopft, aber trotzdem, da war er. Trotzdem echt gut getarnt, die Sachen. Ist das jetzt wieder ein Trank? Nee, das war eine Vase. Okay. Gut. Geht klar. Ich gehe da mal rein. Was ist hier jetzt? Oh, überall Spiegel. Ein schreckliches Gesicht im Spiegel. Es scheint mir etwas mitteilen zu wollen. Der Spiegel an der Wand sieht sehr gewöhnlich aus. Kann ich dem den Spiegel gegenüber zeigen? Oder hier? Nö. Auf der Spieluhr gibt es keine Tänzer. Also mit dem Spiegel ist hier nichts. Was sagt die Karte? Prinzessin Eva warnte mich, dass der Fluch des Froschkönigs mich nicht nur Marie, sondern jeden einzelnen Wald betreffen könnte. Dies könnte erklären, warum der Waldweg von diesen merkwürdigen großen Kröten gesäumt war. Mhm. Tja. Und jetzt soll ich da wimmeln in irgendeiner Ecke. Wo denn? Hier? Hier. Okay, war richtig. Alles, was hier übersteht, kann man meistens einsammeln. Da sind die Figuren auch schon. So, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch zwei Sachen. Einmal das da und so eine große Scheibe da, hinter direkt. Dann hatte ich schon fast alles. Ja, genau. Jetzt habe ich die Tänzer, die kann ich dann ja da draufsetzen. Gerade eben hatte ich sie ja noch nicht. Es ist ein bisschen doof hier mit dem Hin- und Her-Gelatsche, finde ich, aber mein Gott. So. Ich schätze mal, jetzt kommt hier das nächste Rätsel. Genau, wähle die Paneele so aus, dass ein Pfad vom blauen zum grünen Quadrat entsteht. Also von da nach da. Wenn ich hier oben lang gehe, muss es irgendwie verbunden sein. Klappt so aber auch nicht. Geht der hier schon mal zumindest lang? Jetzt wäre er schon fast durch. Nee, es muss schon eine Verbindung sein. Geht das hier unten durch? Und ist es bis hier schon? Es ist nur der letzte, der mir Schwierigkeiten immer macht. Ich weiß nicht, ob oben oder unten lang besser ist. Hier gibt es von oben halt keine Verbindung. Das ist ein bisschen blöd. Verwirrt. So geht er doch schön durch, eigentlich. Aber so will er nicht.
gibt so keine direkte Verbindung. Das ist das Merkwürdige. Komisch. Ja, unten oder oben lang? Ich hab da irgendwie... Unten lang. Geht das doch hier durch. Dann geht das hier schon lang. Das passt doch eigentlich so gut. Warum geht's nicht? Ich sehe hier echt keinen Weg von unten. Ich glaube, es muss oben lang gehen. Wenn es oben lang geht, ist es doch völlig Banane, ob der oder der. So, das leuchtet hier auch schon immer so ein bisschen. Ich lasse den mal so. Aber es geht von oben einfach nicht lang. Das ist das Problem. Dann würde der da lang gehen. Vielleicht doch ein anderer. Vielleicht muss der ja auch einmal oben lang und dann so irgendwie so, dass es einen Übergang nach unten gibt. Kann natürlich auch sein. Ich habe hier auf das linke gar nicht geachtet. Ändert sich das hier irgendwie, wenn was richtig ist? Ich drücke mal und gucke dahin. Nö. Nö. Das ändert sich da gar nicht. Hier unten lang. Kommt es aber am Ende nicht an. Ah Mann, das ist doch echt nicht zu fassen. So schwer kann das doch nicht sein. Es gibt keine Verbindung. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Aber ich glaube, der Part wird jetzt hier zu lang. Und ich werde das weitermachen müssen im nächsten Part. Und ja, ich hoffe, das kriege ich dann hin. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.